Ich spiele Computerspiele, weil ich dort abtauchen kann und vom Alltag abschalten kann. Für mich ist Gaming ein besonderes Hobby, weil ich mir bewusst bin, dass es eigentlich ein Luxus ist, so seine Freizeit zu verbringen. Mein erstes Computerspiel habe ich vor 17 Jahren gespielt und das war das Spiel zum Buch Der kleine Prinz. In mein aktuelles Lieblingsspiel habe ich ca. 300 Stunden gesteckt. Ich heiße Arne und bin 29 Jahre jung. Mein Gamertag lautet Premium-Rakete. Um mich voll und ganz auf das Spiel einlassen zu können, brauche ich vor allem Komfort und ein Wohlbefinden. Ich denke schon, dass ein guter Sessel oder Gamechair dabei hilft, dass man sich völlig auf das Spiel einlassen kann und eben gar nicht merkt, dass man eigentlich vorm Rechner sitzt. Bei einem richtigen Gaming-Sessel kommt es für mich darauf an, dass man bequem sitzt und vor allem der untere Rücken gestützt ist. Der Sitz wirkt erstmal sehr hochwertig. Der Stoff fühlt sich gut an. Man sitzt eher hart, aber das gefällt mir eigentlich. Und die Höhe, also die Armlehnen, ist auch sehr wichtig für mich, immer, dass die Arme gut liegen. Und ich spüre vor allem eine Stütze im hinteren Rücken, das ist ziemlich gut, ja, fühlt sich gut an. Im Vergleich zu meinem aktuellen Stuhl zu Hause fällt mir natürlich als erstes auf die Lehne und die, naja, so ein bisschen Rückenflexibilität und dass mein Stuhl nur halb hoch ist, also der Oberbereich, die Schultern nicht gestützt sind. Für mich muss sich eigentlich ein perfekter Gaming-Sitz so anfühlen, dass ich ihn kaum fühle und nicht merke, dass ich vorm PC sitze. Bei Qualität geht es mir hauptsächlich darum, dass es lange hält und dass vor allem die Verarbeitung gut ist und der Stoff gut ist. Und das fühlt sich bei diesem Sitz auch so an. Ich denke, dass dieser Sitz schon alles hat, was man so zum Zocken braucht.